Hallo, ich stehe hier mit Ralf Kehrein, dem alten und neuen Ortsvorsteher des Mainzer Stadtteils Weisenau. Wir stehen hier auf dem Tanzplatz, kurz vor der Ortsverwaltung. Ralf Kehrein ist seit 2009 Ortsvorsteher und jetzt zuletzt wiedergewählt worden, hat sich in der Stichwahl mit knapp 68% durchgesetzt gegen den grünen Gegenkandidaten Robert Opara. Und ich möchte von Ralf Kehrein gerne wissen, was er in den nächsten Monaten und Jahren alles so an wichtigen Projekten für Weisenau sieht und was er alles so vorhat. Ja, zunächst mal hier am Tanzplatz ist das ein Platz, der einfach nach einer Fahrradverleihstation ruft. Wir sind in Weisenau leider etwas unterausgestattet mit Fahrradverleihstationen, die ja hervorragend angenommen werden, MVG Mein Rad. Und wir würden uns wünschen in Weisenau, und dafür möchte ich kämpfen, dass wir zumindest im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, im Bereich des Bettelpfades, Wilhelm-Theodor-Römhill-Straße und natürlich auch hier unten am Tanzplatz eine solche Fahrradverleihstation zusätzlich für Weisenau bekommen. Ja, Thema Fahrradfahren treibt sich ja auch am Rheinufer um. Da können wir uns jetzt mal langsam hinbewegen.